Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Wir sind heute hier, um geschlossen hinter Jule zu stehen. Jule hat in den letzten Jahren immer wieder die Aufgabe der Pressesprecherin für linke Projekte übernommen. Dieses öffentliche Vertreten linker Positionen reichte der Frankfurter Polizei aus, um Jule über mehrere Wochen lang fast täglich zu kontrollieren, oft auch zu durchsuchen und verdeckt zu observieren. Sie soll damit eingeschüchtert und von ihrer politischen Arbeit abgehalten werden. Das geht gar nicht und deshalb sagen wir, lasst Jule in Ruhe! Wir haben im Dezember letzten Jahres die Günderode Straße 5 im Gallus besetzt. Entgegen aller Erwartungen, auch unseren eigenen, wurden wir nicht sofort geräumt, sondern sind ein halbes Jahr in der Günde geblieben. Wir haben ein Projekt aufgebaut, in dem Menschen, die vorher wohnungslos waren, ein Zuhause finden konnten, in einem Haus, das sonst monatelang leer gestanden hätte und inzwischen nur noch ein Haufen Schutt ist, wenn wir in ein anderes Haus ziehen konnten. Ein zentraler Faktor, den wir als Grund für unser Bestehen ansehen, als Grund für die breite Unterstützung, die wir vor allem zu Beginn der Besetzung erfahren haben, ist die Art und Weise, wie über uns in der Presse berichtet wurde. Und die Person, die uns vor allem in dieser Zeit in der Öffentlichkeit für Pressegespräche vor diversen Kameras auf diversen Podien vertreten hat, ist Jule Liebeck. Für linke Projekte sein Gesicht und seine Stimme zu geben, ist nicht leicht. Man wird sichtbar. Man ist erkennbar verbunden mit Aktionen, die sich vielleicht außerhalb der Legalität abspielen. Und angesichts dessen, was wir schon vor diesen Vorfällen über die Aggressivität staatlicher Repressionen gegenüber linkem Aktivismus wussten, ist das ein großes Risiko. Sich trotzdem dafür zu entscheiden, ist aber extrem wertvoll für all die Projekte, die auf Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen sind. Deswegen ist es genau richtig, dass wir heute alle gemeinsam der Polizeischikane gegenüber Jule begegnen und deutlich machen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Denn genau das will die Polizei damit erreichen. Dabei sucht die Polizei sich vor allem junge Menschen aus, weil sie denkt, dass sie da ein einfacheres Spiel hat. Deswegen sind auch gerade wir als Jugendgruppe Ziel der Repression gegen Jule, mit der die Polizei ein Exempel statuieren möchte, um auch alle anderen jungen Menschen vom Kampf für eine bessere Welt abzuschrecken. Die Frankfurter Polizei greift aber nicht nur wegen den hessischen Zuständen zu solcher Repression. Es sind nicht nur rechte Beamte, die sich in ihren Nazi-Chat-Gruppen dazu verabreden, Linken hinterherzustellen, sondern es ist die Rolle der Polizei in der deutschen Gesellschaft, die zu solchen Skandalen führt. Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Nahezu täglich gibt es Nachrichten zu problematischem Polizeiverhalten und Polizeigewalt. Und immer wieder entpuppen sich Polizeimeldungen nach fraglichen Einsätzen im Nachgang als falsch und gelogen. Dann haben wir da noch die Meldungen über irgendwie verloren gegangene Waffen inklusive Munition aus den Beständen der Polizei. Und nicht zu vergessen die ganzen rechten Chatgruppen, in denen der Nationalsozialismus verharmlost wird und das eigene rassistische Weltbild mit den gleichgesinnten KameradInnen geteilt wird. Ist ja nur privat und nur schwarzer Humor, sagen sie. Und dann schießen sie auf einen akut suizidalen und erst 16-jährigen schwarzen Menschen mit einer Maschinenpistole. Oder auf einen vorher bereits von einem Polizeihund verletzten schwarzen Menschen. Die Rede ist von Mohamed Lamin Drame in Dortmund und Armin F. in Frankfurt, hier in der Moselstraße. Jetzt sind beide tot und können über euren Scheißhumor nicht lachen. Es war die Polizei, die Lützerath geräumt hat. Es waren behelmte Beamte, die mit Schlagstöcken in der Hand in unser Dorf gestürmt sind. Die versucht haben, uns im Matsch vor Lützerath aufzuhalten und dabei durchgedreht sind. Es war die Polizei, die dort im Auftrag dieses Staates mit aller Gewalt das Produktionseigentum von RWE verteidigt und RWEs Profitinteressen durchgeknüppelt hat. Es war auch die Polizei, die uns eigenmächtig in der Günderoder Straße umstellt hat und mit ihrem voreiligen Gehorsam den Leerstand verteidigen wollte. Immer wieder ist es die Polizei, die anrückt, um das Eigentum von Konzernen im Namen des Staates zu verteidigen, egal ob es durch seinen CO2-Ausstoß die Klimakrise befeuert oder ob Menschen im Winter auf der Straße erfrieren. Dabei ist es nicht nur eine von vielen Aufgaben, sondern es ist ihre zentrale Aufgabe, als Gewaltmonopol
die kapitalistische Ordnung aufrechtzuerhalten. Unsere Aufgabe als linke Bewegung liegt darin, den Spagat zu schaffen. Auf der einen Seite müssen wir die Perspektive einer befreiten Gesellschaft hochhalten, jenseits von Kapital, Staat und Patriarchat. Auf der anderen Seite müssen wir aber die bestehenden Freiheitsrechte und Errungenschaften innerhalb dieser Gesellschaft verteidigen. Deswegen ist es wichtig, die Repression gegen Jule Liebig als einen Skandal zu bezeichnen. Denn wenn die Repression sich ausweitet und die Grenzen dessen austestet, was in dieser Gesellschaft möglich und legal ist, müssen wir uns dagegen wehren. Ein Angriff auf Jule ist ein Angriff auf uns alle. Nur weil Jule noch jung ist und mit ihrem Gesicht für wichtige Projekte vor der Kamera gestanden hat, haben die Bullen versucht, sie mit ekelhaften Methoden der Beschattung, Kontrolle und Einschüchterung von ihrer politischen Arbeit abzuhalten. Damit wollen die nicht nur Jule verunsichern, sondern uns alle. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern und sind immer noch hier. Lasst die Finger von unseren Projekten und Strukturen, lasst die Finger von Pressearbeit und lasst Jule in Ruhe!